ich mit dir nach Hause kommen? Was dachtest du? Weißt du nicht, wie spät es ist? Na und? Deswegen brauchst du dich nicht aufzuregen. Ich komme ja schon. Warte mal. Na mach. Fahr doch mal. Bist du langsam. Das kotzt mich an, um auf dich aufzupassen. Ich bin nicht dein Babysitter. Wieso machst du das? Mach doch nicht. Fast jeden Abend muss ich los und dich irgendwo aufpicken. Von mir aus musst du nicht. Ich komme allein nach Hause. Oh ja. Los, lass mich runter. Los, lass mich runter. Halt die Klappe. Mama hat gesagt, ich soll dich zum Abendbrot holen. Was hat so lange gedauert? Ich musste wieder alles absuchen. Wo war? Hinten bei den Röhren. Kenny? Ich weiß, auch wenn ich fast 13 bin, muss ich immer noch im Haus kleben. Mit fast 13 musst du auch wissen, wann wir abends essen. Alles klar? Geh deine Windeln wechseln und wasch dir die Hände. Okay. Wir werden sehen. Du glaubst also, weil ich so aussehe, habe ich vor nichts Angst. Meine Schwester zum Beispiel. Wie zierlich sie ist. Trotzdem habe ich manchmal vor ihr Angst. Du nicht, nein? Doch, aber ich will das nicht. Kenny, für eine Angst musst du dich nicht unbedingt schämen. Jeder hat irgendwann Lebensangst. Und wenn sie dir was anderes sagen, legen sie dir was vor. Angst macht dich vorsichtig, da kannst du nicht verletzt werden. Das ist manchmal ganz praktisch. Das Schlimmste, was ich fürchte, ist, ich versage. Deshalb trainiere ich so hart. So ein Gequatsche. Ich höre lieber auf und gehe unter die Dusche. Und du hast bestimmt keine Angst, wenn du jetzt allein nach Hause gehst? Ich bin doch nicht so ein Frosch wie du. Na warte, du Schnüffler!
Hey, und mein gute Nachtkuss. Das war kein richtiger. Ich weiß, dass du noch nicht schläfst. Hör auf! Hör auf! Nicht! Nicht! Hör auf damit! Nicht! 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 Hör auf! Lass mich an, weißt du das? Jetzt musst du noch nach Mom schreien. Könnt ihr mir sagen, was hier los ist? Bekomme ich eine Antwort? Der schnüffelt hinter mir einen Kaffee her. Der ist eifersüchtig, das ist alles. Das ist gar nicht wahr und außerdem interessieren mich Caseys Titten nicht. Aua! Hey! Soll das erst kommen? Also schlaft! Das ist nicht wahr. Ich bin nicht eifersüchtig. Bin nicht eifersüchtig. Du machst so lange, bis ich dir eine runterhaue. Was ist los? Gar nichts. Ich dachte, du wolltest die tragen. Ja, aber ich hab's mir überlegt. Ich will nicht weiter darüber reden. Du hast mir gesagt, dass du und auch die Schule, dass das besser für dich ist. Ich weiß. Genau, das hast du mir gesagt. Ich will jetzt wirklich nicht darüber reden. Ich sag dir was, wenn du die Beine trägst und du hast wieder Trouble mit ihr, dann gibst du ihr einen Tritt in den Hintern. Das wag ich ja nicht. Okay. Ja. Wir kommen zu spät. Fahr Späßchen mit dir machen, aber du musst mir schon einmal 10 ja, zeigen. Gut. Gib mir wenigstens zu verstehen, dass du mir zuhörst. Wie wär's mit dem Zwinkern? Ich hätte gedacht, dass du Sinn für Humor hast. Er ist etwas verärgert. Er dachte, wenn wir die weglegen, wird er keine Beine mehr tragen müssen. Das habt ihr versprochen.
Mit einem tollen neuen Bein wirst du genau wie die anderen Kinder aus deiner Klasse aussehen. Ich will nicht aussehen wie die anderen. Ich will so aussehen, wie ich bin. Da hast du einen starken Satz gesagt. Naja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So was Ähnliches ist mir auch mal passiert. Einige Leute fanden, ich sollte ein Toupet tragen, damit ich wie die anderen aussehe. Ich will dir was sagen, ich kam mir mehr als albern vor. Ich warf das Ding nach drei sehr langen Tagen wieder weg. Siehst du mal, wenigstens einer, der mich versteht. Nun, sagen wir mal, ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist. Aber hier müssen wir realistisch sein. Nämlich, obwohl du dich wohlfühlst, was auch so ist, im Großen und Ganzen, sieht es aber für die meisten Leute nicht so aus. Vor allem, wenn sie dich das erste Mal sehen. Sie gewöhnen sich an mich, wenn sie mich kennen. Du hast vollkommen recht. Aber ich denke, hier sollten wir dem Urteil deines neuen Direktors trauen. Er weiß mit Sicherheit, was für dich am besten ist an seiner Schule. Das haben mir meine Eltern auch schon gesagt. Na, siehst du. Und nun sei mal fröhlich, hm? Immerhin hast du das Glück, im Gegensatz zu mir von zwei so zauberhaften Frauen gestreichelt zu werden.